Seit mehr als 2 Jahren herrscht in Syrien Gewalt. Und die Welt schaut zu. Der blutige Konflikt in Zahlen. 80.000 Tote, 400.000 Verletzte, darunter Zehntausende Kinder. Alltag in Syrien heute. Das heißt, Grausamkeiten, Angst und Mangel. Durch die Kämpfe wurden Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser zerstört. Heute kümmern sich in Aleppo nur noch 30 medizinische Fachkräfte um 600.000 Menschen. Selbst 10-11-jährige Kinder helfen in den Notkliniken. Sie erleben Szenen, die kein Kind je erleben sollte. Die ständige Todesangst bestimmt das Leben der Menschen. Millionen befinden sich auf der Flucht. 2/3 von ihnen sind Frauen und Kinder. Der blutige Konflikt hat den Menschen alles genommen. Ihre Heimat, ihr Leben und ihre Zukunft. Hilfsorganisationen versorgen die Menschen in der Region mit medizinischer Hilfe, Nahrungsmitteln und Trinkwasser. Aber es fehlt an Geld für die so wichtige Nothilfe. Denn für die Menschen in Syrien gehen kaum Spenden ein. Und ein Ende der Flüchtlingsströme ist nicht abzusehen. Mein Name ist Ingo Zamperoni. Als Nachrichtenmoderator werde ich fast täglich mit den erschütternden Bildern aus Syrien konfrontiert. Daher weiß ich, es sind vor allem die Kinder, die den höchsten Preis für die Gewalt in Syrien zahlen. Angst ist ihr ständiger Begleiter. Für viele gehören Not und Mangel zum Alltag. Mit mehr als 20 Hilfsorganisationen bitte ich Sie daher heute, stopp, schau hin. Teilen Sie dieses Video über die sozialen Netzwerke oder helfen Sie mit Ihrer Spende. Vielen Dank.